Alter, was? Ja, verkackt. Jetzt pass auf, ich bin nämlich nüchtern. Fischers Fritz fischt frische Fische. Ich muss mein Leben wieder in den Griff kriegen. Und das ist einfach unfassbar nötig gerade. Es ist Freitag, wir haben 11 Uhr. Und ich muss heute nicht arbeiten. Dafür habe ich noch einen sehr, sehr wichtigen Termin. Und davor muss ich mein Leben in den Griff kriegen. Es sieht katastrophal beim Zimmer aus. Ich muss ganz dringend meine Haare waschen. Also wirklich noch nie in meinem Leben muss ich so dringend meine Haare waschen. Dieser Tag wird dafür genutzt, dass ich alles wieder ein bisschen auf die Reihe kriege. Also, let's go. So, ich habe jetzt schon mal geduscht. Das ist sehr gut. Und ich habe mir auch schon was angezogen. Da ich ja nachher noch diesen Termin habe, also ich gehe nachher noch meinen Vertrag unterschreiben für mein Praktikum. Darum habe ich mir jetzt schon mal so eine Anzughose angezogen und so einen schwarzen Body einfach mal. Ich schaue mal, wie ich das kombiniere, ob ich da einfach nur meine Lederjacke dann anziehe oder ob ich da sogar noch irgendwie einen Blazer drüber ziehe oder so. Oh, ich fühle halt Blazer eigentlich gar nicht, aber mal schauen. So. Und ich habe jetzt auch schon mal Hitzeschutz reingemacht, weil ich auf jeden Fall auch gleich meine Haare noch stylen werde. So, und die lasse ich jetzt ein bisschen Luft drücken. Und so lange werde ich mir was zu essen kochen, weil ich muss ganz dringend was in meinen Körper kriegen. Ich habe Hunger. Some keeps slipping a spark, waiting on the wind and the waves in the sky, hoping for a swell, maybe for a fall. Barbarian days keep us alive and singing. Gotcha, gotta ride it. Okay, meine Haare sind schon ein bisschen trockener. Ich habe jetzt gerade was gegessen und ich mache mich jetzt ein bisschen ready, weil ich muss auch bald los. Ich werde einfach nachher auf jeden Fall noch alles andere machen, also cleanen und so weiter. Es fühlt sich sehr, sehr gut an, was gegessen zu haben, wieder frisch zu sein. Das ist wirklich ein ganz neues Lebensgefühl gerade. Und ja, ich werde mich jetzt mal ein bisschen ready machen. Good morning. Check. Check. Get the money, gentrify my city. I think not. Rock. Yeah. What you know about the Bird City? Let me get it for you. They heard an anthem for the bill, so let me spit. Watson looking on it, and I call it like I see it. You can get it if you with it, baby. 81 the shit. Yeah, yeah. Hit the highway one, now we headed for the boardwalk. Gotta see me flexing, so my passion make you trip. Strawberry chilling on the front side of my t-shirt. Playing on my hat to tap bill on my lip. What you know about the Bird City? Let me spit. We headed for the slew when we hop up in the whip. We headed for the bean when we get a little hungry, and we headed. Okay Leute, ich bin wieder da. Ich verdecke das Logo, aber ich habe den Vertrag. Und ja, kleiner Reminder, dass ihr wirklich euch immer das holen sollt im Leben, worauf ihr Bock habt. Dass es euer Leben gestaltet ist, so wie ihr wollt. Und wer weiß, im März ein Nein kann es nicht werden. Und im besten Fall ist es ein Ja. Und das ist echt das beste Gefühl überhaupt. Deswegen, get the fuck up and get what you want. Okay, nice. Aber zuallererst muss ich hier ganz, ganz dringend Ordnung einbringen. Also, wir kriegen das hin, oder? Würde ich auch sagen. Let's go. So, damit ich... Ich habe mich jetzt auch nochmal comfortable umgezogen hier. Kleine Hintergrundstory. Dieser Boden, also hier liegen halt immer Sachen, wenn ich ausgehe und dann abends nach Hause komme. Und das war in letzter Zeit schon häufiger, deswegen muss ich die ganzen Schuhe und Klamotten mal wegräumen und in die Wäsche tun auch zum Teil.
einfach ein Topf. Ja, perfekt. I don't wanna go home, even if I'm always on my phone. All these people I don't even know, but I got nowhere to go. And you know I'm always fucking broke, it's better than being alone. I don't wanna go. Nights alone, since you don't want me. You said maybe I'm not cool like you thought. Roll out of bed, call a friend. He said, are you okay? It's been. So, jetzt habe ich ein bisschen aufgeräumt und jetzt muss ich ganz dringend E-Mails nachschreiben. Das will ich echt schon so lange. Ihr glaubt gar nicht, wie lange ich das schon machen muss. Ich kämme kurz meine Haare. Ich habe gerade die E-Mails beantwortet und einen ganz kurzen Snack gemacht. Und jetzt fahre ich kurz zu einer Freundin und hole eine Tasche ab, weil ich brauche unbedingt eine größere Tasche, weil ich fahre das Wochenende weg. Und ich habe nur einen riesen Koffer, so für 2 Wochen, wenn man in Urlaub fliegt oder so. Deswegen leihe ich mir die jetzt kurz. Und ja, draußen ist schon dunkel, aber egal. Ist auch nicht so kalt zum Glück, deswegen easy.